Wir sind heute hier und führen eine Schießübung durch. Da kannst du uns heute mal ein bisschen unterstützen. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass du mal die Erfahrung machst, wie wirkt denn das Wasser wirklich auf den Körper? Legen los. Wassermarsch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist ja alles schön und gut, aber sie steht hier vor einem Panzer. Und ich stehe vor einem Panzer, weil wir uns auf dem Truppenübungsgelände der Bundeswehr befinden. Denn hier hat unser Sonderwagen eine Schießübung, die wir für euch begleiten werden. Und in diesem Vlog wird auch der Wasserwerfer vorgestellt. Beides Einsatzmittel der technischen Einsatzeinheit, die an der Bereitschaftspolizei angegliedert sind. Ja, dann würde ich sagen, genug geplappert, es geht los. So, für den Anfang habe ich mir hier direkt den Kollegen Calvin geschnappt. Calvin, du bist Schützebeobachter und Kraftfahrer beim Sonderwagen. Dann erzähl mal, wobei können wir euch hier heute über die Schulter schauen? Wir sind heute hier und führen eine Schießübung durch. Das machen wir mal einmal im Monat. Da kannst du uns heute mal ein bisschen unterstützen und dir das anschauen, wie wir hier arbeiten. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, zeig doch jetzt mal ein paar technische Details. Hau mal raus. Okay, also das ist hier unser Sonderwagen, Sonderwagen 4. Wie du siehst, ist das ein geschütztes Fahrzeug. Das hat eine dicke Panzerung sozusagen. Da sind wir halt im Fahrzeug echt gut geschützt gegen jegliche Wurfgegenstände, Molotow-Cocktails, Steine, Gehwegplatten und auch Geschosse. Genau. Oben siehst du eine Lafette. Da haben wir oben jetzt das G8 nicht drin, aber da können wir sozusagen unser Gewehr reinspannen. Mhm. Die Staffel setzt sich immer aus 2 Wasserwerfern raus und einem Sonderwagen. Und der Sonderwagen ist quasi dafür zuständig, wenn Hindernisse auf der Straße sind, also Barrikaden von irgendwelchen Störern aufgebaut werden, haben wir die Möglichkeit, mit unserem Räumschild, was hier vorne ist, diese Barrikade beiseite zu schieben. Also du lernst alles bei uns von klein auf und machst auch den LKW-Schein bei uns und auch die jeweiligen Lehrgänge. Mhm. Ja. Und wie ist das, wenn wir da jetzt einmal mit voller Besatzung drin sitzen? Gibt es da verschiedene Rollen? Hat jeder eine andere Aufgabe? Wie läuft das bei euch so drin im Fahrzeug? Genau. Also wir sitzen in der Regel im Einsatz immer zu dritt drin. Das ist einmal der Kraftfahrer, der vorne dann links sitzt. Ne? Der bedient das ganze Fahrzeug, also der ist dafür wirklich verantwortlich für das Räumschild. Dann haben wir den Kommandanten, der sitzt rechts neben dem Kraftfahrer. Der ist dafür zuständig, die gesamte Truppe da drin zu dirigieren. Und etwas weiter hinten ist der Richtschütze, der bedient die Waffenanlage, wenn sie dann drauf oben gespannt ist, oder halt die Lichtbrücke. Ja, würde ich sagen, spannen wir mal die Waffe und setz mich da mal drauf. Genau, dann legen wir los. Und auf geht's zum Schießstand. Mit so einem Geschütz habe ich zwar noch nie geschossen, aber irgendwie wird's schon klappen. Und natürlich werde ich von erfahrenen Kollegen eingewiesen, denn bei solchen Schießübungen steht Sicherheit über allem anderen. In Zielrichtung. Noch eben das Ziel fixieren. Ich will genau die Mitte. Ziel erfasst. Ja. So, dann oben auf Einzelfeuer. Eingerastet. Hauptschalter. Hauptschalter. Die Hörschutz! Krass, ey. Peng. Linke Zielscheibe! Also eigentlich müsste ich getroffen haben. Zumindest sieht es aus der Entfernung so aus. Ich will es aber ganz genau wissen, also ab nach vorne zur Zielscheibe. Zusammen mit dem Schießtrainer schaue ich mir mein Ergebnis an. Und siehe da, gar nicht so schlecht. Fast ins Schwarze. Für mich endet das Schießtraining an dieser Stelle, denn ich möchte noch weiter zum nächsten Einsatzfahrzeug, dem Wasserwerfer.
Vorhang auf und Bühne frei für die Wasserwerfer der Polizei Brandenburg. Erik ist Mitglied der TEE, der Technischen Einsatzeinheit. Er kennt die riesigen Fahrzeuge in- und auswendig. Trotzdem gehören regelmäßige Trainings im Umgang mit den Giganten zur Tagesordnung. Heute steht eine gemeinsame Übung mit dem Sonderwagen an, den ich ja gerade schon kennenlernen durfte. Ich darf Erik bei dieser Übung begleiten und bin schon echt gespannt. Hallo Erik! Hallo Anne! Na, abfahrbereit? Ja, na klar, los geht's! Los. Aber bevor die Übung starten kann, muss Erik den Wasserwerfer erstmal einsatzbereit machen. So Erik, in der Garage hieß es gerade noch, der Wasserwerfer wird jetzt einsatzbereit gemacht. Was heißt denn das überhaupt? Ja genau, also als erstes nehmen wir natürlich das Fahrzeug in Betrieb und danach müssen wir natürlich erstmal das Wasser in den Wasserbehälter bekommen. Und dazu müssen wir uns eine geeignete Befüllstelle suchen, heißt eigentlich aus Hydranten oder auch aus offenen Gewässern. Wir ziehen das heute mal vor und machen einfach einen Hydrant, suchen uns jetzt einen Hydrant und dort befüllen. Okay, dann bin ich gespannt, dann würde ich sagen, erstmal ankommen an der Befüllstelle. So Anne, wir wollen ja am Hydranten befüllen. Wie erkennen wir Hydranten? Hier ein bisschen undeutlich natürlich, weißes Schild, roter Rahmen mit einem H gekennzeichnet, mit der entsprechenden Entfernung, ungefähr 11 Meter in diese Richtung und dort haben wir ihn. So Anne, unser Equipment haben wir hier in den Geräteräumen. Wir brauchen für den Befüllvorgang natürlich ein Standrohr, weil wir ja hier einen Unterflurhydrant haben. Okay. Das würde ich einfach mal dem Kelvin in die Hand drücken. Wir brauchen einen Hydrantenschlüssel. Der ist für dich. Und als allerwichtigstes natürlich den Schlauch. Den finden wir hinten. Wo der Hydrant ist, haben wir ja schon geklärt. Ja. Als erstes Hydrant aufmachen. Ui, voller Laub. Da sehen wir schon mal, der wurde schon länger nicht benutzt. Heißt, wir müssen den erstmal sauber machen. Wir werden ihn auch im Anschluss spülen, sodass das ganze dreckige Wasser, was jetzt vorne ansteht, natürlich nicht in den Wasserwerfer kommt, sondern hier erstmal wieder. Ah, ja. Dann können wir jetzt das Standrohr raufsetzen. Das Ganze muss natürlich auch ordentlich fest sein, ansonsten würde das Wasser hier an den Seiten rausschießen, ja. Beziehungsweise im schlimmsten Fall würde der Hydrant einfach wegfliegen und das tut weh. Gut, dann Anna, haben wir hier den Schlauch. Der ist wie lang? Wie weit könnt ihr wegstehen? Der ist jetzt 5 Meter lang. Wir können natürlich auch einen längeren Schlauch nehmen. Wir haben auch 20, 25 Meter hier. Wir können natürlich auch Schläuche zusammenkuppeln, aber in der Regel fahren wir so nah an den Hydranten ran, dass wir wirklich bloß diesen einen Schlauch brauchen. Und was macht er jetzt, wenn gar kein Hydrant da ist? In der Regel sind immer Hydranten da, innerstädtisch, meistens so um die 80 Meter voneinander entfernt, immer gekennzeichnet mit diesem Hydrantenschild. Gut, genau. Na dann zeig mal. Der Kelvin wird jetzt den Systemtrenner anbringen. Dann werden wir den Schlauch ausrollen und als erstes, wie schon gesagt, müssen wir das System natürlich spülen. Und Wassermarsch. Und Wassermarsch. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Passt? Genau. Und immer drehen, bis es nicht mehr geht. Also ist Voraussetzung für die Wabi-Staffel doch ein bisschen körperliche Fitness. Bisschen wie haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Aber die erlangt man hier automatisch. Echt anstrengend bei über 30 Grad im Schatten. Nachdem der Wasserwerfer jetzt befüllt ist, möchte ich aber noch wissen, wer denn an Bord welche Aufgabe hat. Dann komm mal mit rein. Ja. Die Perspektive von vorne kennst du ja schon. Und hier hinten, wer sitzt hier? Wir haben natürlich 5 Plätze und hier hinten sitzen 3 Personen. Mhm. Das heißt, außen sitzen die beiden Werfer, die natürlich das Wasser abgeben, ist natürlich klar. Und in der Mitte sitzt der Chef, der das Kommando hat auf dem Wasserwerfer. Alles so klar. Einfach ist das. Vorne links der Kraftfahrer, auf der Beifahrerseite der Beobachter, der die Einsatzdokumentation und die Videografie übernimmt. Ja,
Ihr müsst also immer zu fünft sein auf dem Fahrzeug. Genau, immer zu fünft. Gut. Und was der Werfer so macht, werden wir dir jetzt zeigen. Die Wasserarten, ne? Genau. Also zurück aufs Gelände. Genau. Cool. Jetzt kann es endlich losgehen. Die Kollegen der TEE werden mit ihrem Wasserwerfer nicht nur für polizeiliche Einsätze angefordert. Oft unterstützen sie auch andere Einsatzkräfte, wie zum Beispiel die Feuerwehr, wenn es darum geht, Waldbrände zu löschen. Wie das funktioniert, will mir Erik jetzt mal zeigen. Dort hinten siehst du das Regal mit den Kegeln. Die simulieren jetzt quasi unseren Waldbrand. Und die Angriffsleitung müsste natürlich dort ungefähr hin. Heißt, Schlauch in die Hand nehmen. Ups. Boah. Ja, komm, wenn du schon Probleme hast. Am besten so nehmen mit der rechten Hand und einfach rollen lassen. So, warte, und hier halte ich fest, oder wie? Na, das musst du dann loslassen. Also du nimmst es so und dann rollst. Komplett wegwerfen. Und wie eine Bowlingkugel. Na los. Der rollt von alleine weiter? Okay, wieder so ein Bizeps-Training. Und los! Ja! Fast. Das Wasser ist ja hier im Behälter. Jawohl. Und das muss durch den Schlauch nach vorne gegeben werden. Das heißt, wir gehen hier an diesen Abgang ran. Heißt, ein Schlauchende muss dort ran. Und wir brauchen noch ein Strahlrohr. Gut, Anne, der Schlauch liegt bereit. Die Hohlstrahldüse habe ich. Einen Maschinisten haben wir auch vor Ort. Da können wir quasi vorgehen. So, das kommt jetzt hier oben drauf. Wird mit dem Schlauch verbunden. Nase über Nase. Und schon sind wir einsatzbereit. Ist ein bisschen schwer. So am besten nicht halten. Weil wir wollen. Kommt gleich Wasser. Feuerwehrtypisch. Ich zeig dir das mal kurz. Machen wir es entweder über die Schulter und zwar so und so kann man dann nämlich auch vorgehen. Okay, wie bei Ghostbusters. Wie bei Ghostbusters. Hier schön festhalten, hier aufdrehen. Und dann fliege ich weg. Und dann fliegst du nicht weg, weil ich stehe hinter dir und sichere dich quasi. Ach Quatsch. Okay? Okay. Gut. Wenn du dann soweit bist, gebe ich dem Maschinisten das Zeichen. Okay, da kommt dann also gleich was raus. Wieso kommt man nicht? Ja. Nice. Scheiße. Ist heftig? Ja, ist schon ganz nice. Flieg um. So, aus die Maus jetzt hier. Fliegst du mit? Kannst du machen? Nix. Damit wäre dann der simulierte kleine Waldbrand sogar gelöscht, aber das ist nur eine Übung von vielen. Super wichtig ist auch, dass der Wasserwerfer zusammen mit der Einsatzhundertschaft funktioniert. Und dafür wird gleich mal geübt, wie der Wasserwerfer begleitet wird oder auch wie, wenn dann rechtlich gegeben, Versammlungen aufgelöst werden. Für die Übung kommt auch der Sonderwagen wieder zum Einsatz. Und auch die Kollegen der Einsatzhundertschaft nehmen an dieser teil. Im Ernstfall, wenn es zum Beispiel im Rahmen einer Demonstration zu Ausschreitungen kommt, muss jeder Beamte genau wissen, was er zu tun hat. Aber genauso muss er wissen, was der Beamte neben ihm tut. Egal, ob der zu Fuß ist oder in einem Einsatzfahrzeug sitzt. Regelmäßige Trainings und Koordination sind daher enorm wichtig. Ansonsten kann es für die eingesetzten Beamten ziemlich brenzlig werden. Polizeikette öffnen. Wasserwerfer, Polizeikette vorrücken. Werfer 1. Feuer löschen auf 12 Uhr, Wassermarsch. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Polizei beginnt nun mit Löscharbeiten. Wir weisen Sie darauf hin, dass ebenfalls Löschmittel zum Einsatz kommt. Alle Unbeteiligten werden aufgefordert, sich weiträumig aus dem Wirkungsbereich der Polizei zu entfernen. Polizeikette, Durchfahrtsstelle für den Sonderwagen vorbereiten. Sonderwagen zur Räumung durch Polizeikette fahren. Werfer 1 bereit machen, Wasser legen. Polizeikette
Polizeikette öffnen. Wasserwerfer an Polizeikette vor. Werfer 1, Werfer 2, bereit machen zur Wasserglocke. Wassermarsch. Übung erfolgreich beendet. Jetzt bin ich wieder dran. Du wolltest ja noch wissen, wie man jetzt den Wasserwerfer bedient, insbesondere den Werferplatz. Erstmal generell haben wir drei Werfermonitore auf dem Dach, das heißt zwei vorne, einen hinten. Und du sitzt jetzt quasi auf dem Werfer 1 Platz, heißt du bedienst auch den Werfer 1, den vorne rechts. Genau, hier hast du so eine Art Visierhilfe. Bedienung mit dem Joystick, kannst du einfach mal probieren, wie das so funktioniert. Ansonsten siehst du hier den aktuellen Wasserstand. Wir können den Strahl auffächern, können natürlich in der Nahdistanz werfen, aber können auch ganz in die Weite. Und ansonsten würden wir einfach dir das Wasser geben. Ich stelle dir einfach mal 8 Bar ein und dann probierst du dich mal aus in den unterschiedlichen Auffächerungen. Jetzt steigt der Stresspegel. Und jetzt stell dir vor, hier noch drei Funkgeräte, die gleichzeitig plappern. Und der Kommandant macht Durchsagen nebenbei. Und du sollst hier in Ruhe werfen. Kreuz ist eingeloggt. Da, siehst du? Dann kannst du loslassen. Ja. Das war's. Jetzt brauchst du quasi den Strahl erst auf. Pfeffer. Echt? Da ist nicht umgekippt. Steht noch. Ja, weil du nur relativ hohe Auffächerung hast. Na, die zwei. Naja. Wenn du es jetzt mit der 1 beispielsweise machen würdest. Jetzt ist er weggeflogen. Jawollo. Jawohl. Ja, da gibt er. Oh. Wassermarsch. Du siehst, jetzt wird er quasi richtig nass. Und wenn du da jetzt stehen würdest, wäre es maximal unangenehm, aber es würde nicht wehtun. Ah, selbst ja. Bei 12 Bar. So, Anne, wie man den Wasserwerfer bedient, hast du jetzt gesehen. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass du mal die Erfahrung machst, wie wirkt denn das Wasser wirklich auf den Körper? Und deswegen würde ich sagen, zeigen wir dir mal, dass es gar nicht so schlimm ist. Bist du bereit? Eine kleine Wassergewöhnung. Ja, ich bin bereit. Und mal gut, dass ich heute Haferstark habe. Okay, dann los. Geht's. Okay, Spaß beiseite. Von innen sieht das ja alles ganz harmlos aus, aber wenn man diesem Koloss dann erstmal gegenübersteht, bekommt man schon etwas weiche Knie. Immerhin kommt er auf ein Gesamtgewicht von 33 Tonnen und fast 10.000 Liter Wasser. Ich würde sagen, wir haben uns hier heute nicht umsonst den fast heißesten Tag des Jahres ausgesucht. Es muss ja auch ein bisschen was Positives daran haben, ne? Wenn man jetzt ein bisschen nass wird. Wir legen los. Na, hoffentlich vergeht mir nicht leichtes Lachen. Die Hände kannst du dann vor das Gesicht nehmen. So, dann wollen wir auf. So, dann Wassermarsch. 3, 2, 1, Wassermarsch. Kalt. Es war gut. Also so bei 30 Grad kann man das mal machen, würde ich sagen. Dienstende für den Wasserwerfer und die Kollegen der technischen Einsatzeinheit. Und auch für mich heißt es jetzt erst einmal trocknen. So, einmal nass gemacht. Ich danke den Kollegen, den Werfern für das hier. Okay, hat sich nasser angefühlt. Also ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass die Kollegen das alles sehr gut steuern können, dass es am Endeffekt ein tatsächlich sehr mildes Einsatzmittel sein kann. Ich hoffe, ihr habt viel erfahren. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog. Ich gehe jetzt Haare föhnen.